Wir tränken die Fliegen in den gläsernen Vasen. Komm, lass uns nochmal einen Frosch aufblasen. Ja, ja, ja. Ganz aus Versehen ein Vogel geschossen. Das Ameisenvolk mit Blei übergossen. Das war mein erster Sommersong. Im Sommer, wenn die Sonne scheint und die Kinder die Tiere wieder quälen, wenn die Omas gelassen die Kartoffeln schälen. Und jetzt dann stirbt die Kreatur zu dem Vergnügen. Er tut das gut gar nicht. Wir hatten einen dicken Dackel und der hat mir die ganzen Ostereier weggeschmissen, fressen, die mein Vater versteckt hat. Und dann habe ich da einen so ein Überraschungsei, so speziell. Granate, habe ich gesagt. Ja, unser Dackel, wir hatten versucht, die Ohren lassen oben bleiben, damit er so den Osterhasen imitiert. Aber die, dann, die blieben nicht oben und dann haben wir den so einen Osterhasen. So ein Bunny, von so einem Playboy, hat er runtergetragen. Zu Ostern dem Hund haben Ohren verliehen. Tabasco und Ei und Überraschung geschrien. Und jetzt, wir haben die blau-metallischen Brümmer mit Nadeln gespickt und grünen Heften. Im Sommer, wenn die Sonne scheint, wenn die Kinder die Tiere wieder quälen, wenn die Omas gelassen die Kartoffeln schälen. Ist schon einer gegangen? Dann stirbt die Kreatur zu dem Vergnügen. Wir machen aus Spinnen stolze Gladiatoren. Also, ich hatte einen Kollegen in Bern, Bern vom Bauernhof. Alter Schwede. Ein Kollege von mir ist angefangen, so eine ganz kleine Minispinne mit, das ist irgendwie ähnlich wie Renfield in Dracula. Ne? Du bist noch Tom Waits. Meister! Und das, der frisst auch die ganze Zeit Fliegen und dann ernährt er Spinnen damit und so. Also, er frisst sie nicht, dann die Spinnen nachher. Ich schweife ab. Also auf jeden Fall, Matthias kam auf die Idee, das ist mal mit Spinnen und so und dann fliegen da rein und dann tun wir die Spinnen, das ist mal ein fucking Ernst. Das mache ich natürlich jetzt nicht mehr. Da war ich ja auch nichts. 4, 3, 2, 1. Was wir nicht gemacht haben, das mal wirklich klarzustellen, das finde ich wirklich schlimm, das haben wir nicht gemacht. Alles andere muss ich zugeben, haben wir gemacht. Also Frösche aufgeblasen. Das haben wir bei den Nachbarn Jungs gemacht und die sitzen heute alle im Knast. Die haben schon Grenzen überschritten mit 10, die waren, also das war mir selbst, wo ich dachte, naja, jetzt wird es auch nee, aber jo, also pass auf. Und dann, wo war denn stimmt die? Genau, wir machten noch, irgendwann kam Bernd vom Bauernhof mit einem, wir hatten immer Reagenzgläser und er hatte dann aber so ein Einmachglas mit einer wahnsinnig großen Spinne drin. Und die hat unsere einfach so platt gemacht. Bernd. Wir machten aus Spinnen stolze Gladiatoren und ließen sie aufeinander los. Jetzt wird schlimm, oh Mädels. Wir zogen den Kätzchen etwas streng an den Ohren. War nicht schlimm, wirklich. Und gaben dem Wurm einen Elektrostoß. Im Sommer, die Sonne scheint und die Kinder die Tiere wieder quälen. Wenn die Omas gelassen die Kartoffeln schälen. Weihnachtsmann. Dann stirbt die Kreatur. Zu dem, was wir lieben, nur nicht nachmachen.